Der hatte keinen Tannenbaum, sondern eine Fichte. Aber frisch. Statt Sekt kam selbstgemachter Punsch zu den Plätzen auf den Tisch. Und aus dem Herd ein Wohlgeruch von Äpfeln und von Zimt. Ich seh's noch so, als wär es heut, wie Holz und Asche glimmt. Weihnachten damals war nicht so reich wie heut, doch über kleine Gaben, da hat man sich gefreut. Weihnachten damals, da ging es nicht ums Geld.